Willkommen zurück. Ich weiß, die letzte Folge war etwas kürzer. Aber dafür war die davor ja auch etwas länger, ne? Ja, mal kurz gucken. Gießen. Gut, wir müssen das alles gießen. Wir müssen aber auch gleich nochmal neue Samen kaufen. Wir haben eine neue Aktion gestartet. Und zwar die Leistungspunkte, ein Belohnungssystem für die Beteiligung an der Gemeinschaft. Ich würde das sehr gerne in einem persönlichen Gespräch genauer erläutern. Komm bald mal zu mir ins Gemeindezentrum. Ich freue mich schon darauf. Grüße, Millie. Jo, eins nach dem anderen. Wir haben so viel zu tun. Das ist so viel. Ich wollte eigentlich erstmal in der Mine, damit wir die Quest dann fertig kriegen. Werden wir jetzt auch gleich tun. Wir werden aber links einmal in die Stadt gehen, Samen kaufen und dann in die Mine. Aber sonst kommen wir zu gar nichts. Ich muss hier nach und nach machen. Das muss natürlich fertig werden. Unter Wasser müssen wir noch weiter. Hier müssen wir noch aufräumen. Jetzt müssen wir noch zum Gemeindezentrum. Wir müssen noch unsere Gießkanne auffüllen. Und ich frage mich immer noch, warum ich Yuki nicht gefunden habe auf dem Fest. Sie war ja definitiv am Ende da. Sie musste also irgendwo gewesen sein. Aber warum? Und wir brauchen mehr Vogelscheuchen. Das kommt auch noch dazu. So, ich weiß gar nicht, ob wir hier ein Haustier kriegen. Sadie Valley war es ja so. Das heißt aber nicht, dass es hier auch so ist. Was sagt unser Inventar? Platz. Das ist schön. Dann mal schön wir los. Bis wir da ankommen, ist es 9. Was haben wir eigentlich da geerntet? Irgendwelche Blümchen, ne? Wo ist denn mal so aus Interesse das Gemeindezentrum? Ist es das da? Ich weiß es nicht. Nee, ne? Nee, nee, ist der Gemischwarenladen. Das hier, ne? Ja. Können wir eigentlich auch einmal reingehen? Es haben noch keine 9. Dann können wir das mich gleich mitnehmen. Hallo, Alice. Ich weiß noch nicht so genau, wen ich versuche hier als Partnerin zu kriegen. Entweder Alice oder Yuki, einen von beiden. Hallöchen, Norslein. Schön, dass du es geschafft hast. Wir haben kürzlich ein System in der Stadt eingeführt, das das Leben hier noch lohnender macht. Lass es mich dir erklären. Das sind sogenannte Leistungspunkte. Du kannst sie verdienen, indem du Besorgungen erledigst, die auf dem Stadtbrett ausgeschlagen sind. Aber das ist noch nicht alles. Feste besuchen, die Minispiele gewinnen oder Hauptevents oder sogar die Verbesserung des Stadtrangs können dir auch Leistungspunkte einbringen. Du zum Beispiel, mein blühender Schmetterling, hast du bereits verdient. Mal sehen. Norslein, Norslein. Ah, da bist du. Du hast 40 Leistungspunkte verdient, weil du zum Kirschblütenfest gegangen bist. Wir haben dieses System eingeführt, um jeden zu ermutigen, sich mehr in die Gemeinschaft einzubringen. Dort drüben, beim Leistungspunkteschalter, kannst du die Punkte, die du gesammelt hast, gegen verschiedene Gegenstände eintauschen. Vertrau mir, es ist den Einsatz wert. Also, da hast du es, Northlight. Ich freue mich schon drauf zu sehen, wie du diese Leistungspunkte sammelst. Okay. Nett, nett, nett. Gefällt mir? Gucken wir gleich mal beim Schalter, wa? Weil das Gemeindehaus ist voll die Luxusbude hier, Alter. So. Das hier, ne? Oh, Ausdauerfrucht, Landwirtschaftselixier. Eine Flasche mit starken Elixier, Tierzuchtelixier. Was genau bringen die Elixiere denn? Fang, Angel, vermute mal, Korallenheld-Vogelscheuche. 11x11, das ist mal schön. Lebkuchen. Was ist hier für fröhliche Weihnachten, die will ich haben? Die will ich haben. Okay, wir haben 40 Punkte. Okay, wir kriegen zwar aktuell noch nichts, aber... Kommt noch? Bin ich hier richtig? Ja, ne? Ja.
Wir gehen erstmal einkaufen. Mann, wir haben jetzt nicht allzu viel Geld, aber sollte reichen. So, hat auch auf der Gute. Wir wollen jetzt erstmal in die Mine. Wie gesagt, wir müssen nach und nach machen, sonst kommen wir hier nicht voran. Lass mal da mal ran, da. Einkaufen. Ich glaube, die Pfingstrosen hatten wir drauf. Bin mir nicht ganz sicher, oder? Ich glaube, ja, dann kommen sie auch wieder rauf. Schön. Und wir nehmen, wir brauchen die 7 Tage, kriegen wir hin. Karotten im Baum mit. So, mehr können wir uns jetzt eh aktuell nicht leisten. Aber so, wenn wir nach und nach unsere Farm erweitern. Den erstmal geschwind nach Haus. Anpflanzen, ab in die Minen. Wie gesagt, da bin ich noch nicht so ganz sicher. Entweder Alice oder Yuki. So, einen Moment. Den schnappte erstmal die Pfingstrosen. Oder waren die da nicht drin? Ich weiß es nicht. Ich habe hier echt den Überblick verloren, was wir angepflanzt haben, ehrlich gesagt. Hauen wir erstmal rauf. Und wir brauchen noch einmal ein Feld. Dann kommt den hier hin. Karotten hatten wir auf jeden Fall noch nicht. Schade aber auch nicht, wenn wir zweimal Pfingstrosen haben sollten. Alles Geld. Schön, den, so cool war das, ne? Jo. Hau rauf. Gut, wir haben zwar nicht mehr allzu viel Energie für die Mine, aber wir haben ja Essen. So ist es nett. Aber das muss ja alles rauf. Nützt nichts, sonst verdienen wir auch kein Geld. Schön, hier noch einmal. Kann doch echt sein, dass wir da die Pfingstrosen hatten. Ich weiß es nicht mehr. Mach nix. Schön. Wir wollen was schaffen. Alles klar hin. Wir marschieren jetzt in die Mine. Obwohl, nicht jetzt. Haben wir Platz? Warte mal. Ja, ich war überlegen, die ganzen Kisten für den Schmied mitzunehmen. Für unseren, wer war das? Bablo, glaube ich. Hier geht's lang, aber dann haben wir das Inventar wieder voll. Wir brauchen Platz für die Mine. Genau wie die da. Die lasse ich jetzt, ja, ich habe sie gesehen, die lasse ich jetzt stehen. Genau wie den da und den. Wir brauchen Platz. Nützt alles nix. Wir können nicht immer alles mitnehmen. Bablo ist gar nicht da. Nö. Das Kirschblütenfest war gestern super. Hast du gesehen, wie ich getanzt habe? Hat es dir gefallen? Ich hasse Tanzen, Junge. Aber du hast mir gefallen. Die Rin hier. Jo, auf Ebene 5 natürlich. So, Raupi ist auch am Start. Dann hauen wir ihn gleich mal weg. Monster Essence. So, haben wir irgendwelche Kupfererze oder sowas? Jo. Und ein Raupi. Gut. Das war's auch schon mit Erzen. Okay, dann müssen wir einmal kurz die Leute finden. Nützt alles nix. Steine brauchen wir sowieso noch in Massen für die Wege nachher. Ah, irgendwo muss ja die Leiter sein. Na. Okay, ich hab da irgendwie immer so ein... Ich glaube, vielleicht sollten wir die Mine lieber ins Stadion, wenn die an Regentagen machen, wegen Ausdauer und so. Hab da ja immer so ein bisschen Leiterpech, ne? Erstmal was, mein Freund. Kann man die... Ich muss kurz gucken. Monster Essenz auch essen? Sind das Innereien oder ist es ihre Seele? Okay, kann man wahrscheinlich nicht essen. Erstmal. Ah, allzu viel gibt das nicht, ne?
Wo ist denn die Leiter? Ich glaube, wir sollten es für den Sprengstoff machen, wenn wir in die Mine gehen. Ist hier nicht so ergiebig, ne, die Leiter? Zumindest Kohle. Wow. Okay, haben ein Loch gefunden. Einen Moment, erstmal kurz was. Den hüpfen wir runter. Die... Oh, guck mal, zwei Rupies. Haben wir irgendwo Kupfer? Komm mal her hier. Sieht nicht danach aus, ne? Warte mal, was war das? Ach, wir können die Fackeln mitnehmen, okay. Nö, das sieht ja nicht so kupfermäßig aus. Haben wir wohl nicht so Glück heute. Nein. Zumindest gibt es jetzt ein bisschen Stein. So, erstmal kurz. Wir haben ja zum Glück noch ein bisschen Zeit, so ist es nicht. Den. Optisch finde ich die Mine aber allerdings ganz schön gemacht. Hier sind es ja keine Leitern, hier sind es Löcher. Wir brauchen dringend besseres Essen. Gut, da ist es. Ganz dringend besseres Essen. Ich glaube, ja, es gibt ja das Restaurant. Ich weiß nicht, ob man nur da essen kann, aber man muss auch mitnehmen können. Wir gehen auf jeden Fall erstmal rein. So, da ist noch ein Raupi. Zwei Raupis. Nun, lass mich da doch mal. Danke. Hin. Danke. Seidiges Fell. Ich hänge hier überall fest. Kupfer! Kupfer muss auf jeden Fall mit. Das brauchen wir. Wo haust du hin? Darauf bitte. Gut. Du kommst natürlich hier auch weg. Wie viel Kupfer haben wir jetzt insgesamt? 6. Ich weiß nicht, wie viel wir jetzt zu Hause hatten. Aber wir müssen ja den Ofen bauen. Oh! Okay, so viel Glück haben wir selten. So, welche Ebene sind wir denn? Sieht man das irgendwo? 8, wie es aussieht. Ist hier irgendwo Kupfer, wird aber auch spät. Lass mich doch mal da durch. Da ist ein Robby. Oh, stellenweise auch sehr, sehr groß, ne? Zwei Schleimis. Gut, Kupfer ist hier nicht. Na, ob wir hier jetzt in diesem Riesenabschnitt das Loch finden? Das ist noch eine Frage. Ist halt auch schon sehr, sehr spät. Aber ich würde eigentlich gerne bis Ebene 10 runterkommen, damit es gespeichert ist. So,
Zumindest haben wir schon mal Kohle. Ah, da sehe ich so ein bisschen schwarz. Immer so ein bisschen Pech mit den Löchern, ne? 20 Uhr ist es auch schon. Ich weiß auch nicht, bis jetzt waren die Löcher auch nur unter den großen Steinen, ne? Okay, wir sind auf jeden Fall auf Ebene 9. Hallo, Robby? Wo, ist hier irgendwo Kupfer? Jo. Ja, Deckelschüche Steine durch, okay. Schön. Kupfer muss auf jeden Fall mit. Hier noch was? Mäh. Okay, dann heiße sie nur noch, damit wir zumindest auf Ebene 10 kommen. Die Leiter finden. Oder das Loch. Das könnte uns ein Problem werden. Wir müssen aber auch schleunigst nach Hause. Muss man irgendwie gucken, dass sie an besseres Essen kommen. So geht das nicht. Komm schon, Junge. Gib mir das Loch. Wir haben schon nach 22 Uhr, Mensch. Kann nicht so schwer sein. Wir sind auf 9. Ich weigere mich jetzt hier zurückzukehren. Das ist doch nicht dein Ernst. Junge, du wirst doch wohl in der Lage sein, Löcher zu finden. Scheiße, ist das nicht. Noch gleich kein Essen mehr. Oh je. Das ist unser letztes Essen. Okay. 23:40. Oh, wenn wir mal noch rechtzeitig nach Hause kommen. Okay, das könnte ein kleines Problemchen werden. Das ist jetzt nicht wahr, Mensch. Jo, ich weiß. Müssen wir in Kauf nehmen. Ich sehe es nicht ein, jetzt zurück. Das Problem ist, ich habe auch keine Energie mehr. Das ist jetzt echt nicht wahr, du. Jetzt haut er hier im Schneckentempo. Okay. Och, das ist so ärgerlich. Das ist so ärgerlich. Och, Mann. Wir kommen echt nicht mehr zurück. Okay. Nee, vorpreschen kann ich nicht mehr. Okay, gut. Ja, wir verlassen die Minen. Okay, wir können nicht mehr anders laufen. Schön. Oh oh. Wir haben leider kein Essen mehr. Ich brauche wirklich besseres Essen, was mehr auffüllt als den Fitzel da. Das kann ja was werden. Wir kommen nie im Leben rechtzeitig nach Hause. Das glaube ich nicht. So schnell, da geht nicht mehr. Meh. Gut, aber mit Glück haben wir vielleicht jetzt genug Kupfer. Das ist ja schon mal was. Okay. Aber man muss ja alles mal ausprobieren, ne? Das ist ärgerlich. Ja, ich meine, gut. Kochen können wir wahrscheinlich, wenn wir unser Haus erweitern mit einer Küche, aber...
Jo, jetzt klappen wir zusammen. Gibt es nicht irgendwie eine Möglichkeit, vorher zu kochen? Okay, verdiente Leistungspunkte haben wir jetzt nichts weiter. Bergbau immerhin plus ein Fähigkeitspunkte. Max 3 Ausdauer, Seil und Steinschild. Seil wahrscheinlich zum Zurückkommen, ne? Kampf haben wir auch. Klebriger Ball und Schleimfalle. Hier haben wir nichts. Das ist jetzt echt ärgerlich. Okay, aber man kann nicht alles haben. Haben wir irgendwie Geld oder so verloren? Nee, ne? Nö. Okay. So, was haben wir im Briefkasten? Kumpel, du hast mich gestern zu Tode erschreckt. Es war furchtbar, dich so ohne Bewusstsein zu sehen. Die Ärzte sagen, es ist extreme Erschöpfung. Bitte geh es heute ruhig an. Ich habe hier auch deine Krankenhausrechnung. Sie ist im Kuvert. Was? Ich würde Ihnen gerne eine Idee zu lokalen Produkten unterbreiten. Treffen Sie mich im Gemischladen, wenn Sie Zeit haben. Sam! Ich jetzt? Wir haben eine Rechnung gekriegt? Ja gut, eins nach dem anderen, ne? Eins nach dem anderen. Immerhin. Crafting haben wir auch ein bisschen was Neues. Mal was gucken, das Seil. Kann zum Hinabsteigen in der Mine verwendet werden. Ah, da kommen wir so schneller runter, oder wie? Ich glaube, die sollte ich mitnehmen, aber wir brauchen halt die Kohle, ne? Oh, bei Alice, warum auch immer, haben wir ein Herz. Und hier, Bergbau kommen wir noch gut voran. Das ist schön. Alter, wir haben nur die Hälfte der Ausdauer. Echt jetzt? Okay, eins nach dem anderen. Erstmal Platz schaffen. Ja, du kannst dich auch im Kreis drehen. So, warte mal. Kohle gehört mit rein. Alles bitte. Stein gehört hier nicht. Ein ist schon. Oh, warum haben wir rein? Ist aber, glaube ich, auch in einer anderen Kiste. Kupfer gehört hier rein. Ich glaube, ich habe hier nur die Schmiedsachen, ne? Warte mal. Das erklärt zumindest so einiges. Mal kurz was gucken. Ja, hier ist es drin. Okay. Schon besser. So, hier können wir mal reinschmeißen. Wir kümmern uns erstmal hier rum. Die guten Kartoffelkies sind fertig. Sehr schön. Diese Krähen. Sonst nichts fertig? Sonst nichts fertig. Okay, würde ich sagen, gießen wir erstmal. Das ist jetzt natürlich Luft gelaufen. Das ist sowas von ärgerlich. Wir waren ja schon auf Ebene 9. Jetzt wollte ich unbedingt 10 erreichen. Dann hätten wir den Fahrstuhl gehabt und da weitermachen können. Gut, heute brauchen wir nicht viel machen mit unserer Ausdauer. Aber Gießen muss trotzdem sein. Junge, Junge, Junge. Naja, so schnell, ne? So schwer ist das Leben als Bauer. So schnell kann es gehen. So, müssen wir gleich eine neue Kartoffel besorgen, aber wir müssen eh in den Gemischwand laden. Ja, unsere Energie ist so ziemlich im Keller. Gut. Hauen wir mal kurz die Gießkanne wieder voll, mein Freund. Kartoffeln haben wir in die Kiste. Wir haben genug Geld für Kartoffeln kaufen. So, hau rein. Das sind schon wieder wilde Sorten. Wo hatten wir die reingeschmissen? Hier, ne? Jo. Ach, gut, mehr Vogelscheuchen im Moment nicht brauchen. Wir müssen erst weiter tauchen. Das bringt uns mit unserer Energie natürlich nicht viel. Wir gehen jetzt erstmal einkaufen. Aber mit dem Essen könnte auch so ein Problem werden. Da muss ich mal gucken, wie wir das am besten hinkriegen. Hallo Sam. Was für eine Geschäftsidee hast du denn? Noslai, du bist ja schon Stammgast. Du arbeitest wohl schwer.
Ja, langsam wird zur Gewohnheit, so in etwa. Woher weißt du das? Ah, Gewohnheit. Gut, gut. Wie ich sehe, gewöhnst du dich an das Versenden von Feldfrüchten. Und weißt du was? Das war ein Volltreffer. Die Leute haben die Qualität und den Preis lokaler Produkte wirklich vermisst. Ach ja, richtig. Du weißt wahrscheinlich nicht, was wir verkauft haben. Komm mir nach. Auf jeden Fall hat er hier importierte Sachen voll lokal nix. Wir verkaufen hauptsächlich Importe. Wie du sehen kannst, ist dieser Bereich gut bestückt. Und alles ist teuer, wegen der Versandkosten, Steuern und so weiter. Ich gebe mein Bestes, um die Preise niedrig zu halten. Meine Gewinnspannen sind hauchdünn, aber es reicht einfach nicht. Noch weiter runter und wir können nicht davon leben. Das hier ist unsere regionale Abteilung. Sie ist so leer und wirklich traurig anzusehen. Sobald ich unsere Feldfrüchte geliefert bekomme, räume ich sie hier ein und sie verkaufen sie wie warme Semmeln, fliegenförmlich. Aus den Regalen, wirklich. Als meine Eltern noch lebten, war diese Abteilung, ja, unser ganzer Laden mit allen möglichen lokalen Produkten bestimmt. Das war etwas, worauf man stolz sein konnte. Jetzt leben wir aber in einer anderen Zeit. Die einzige Option sind Importe. Und das ist mir peinlich. Jetzt, da du da bist, Northlight, können wir die Abteilung für lokale Produkte wieder eröffnen. Dafür musst du mir allerdings viel mehr Obst und Gemüse liefern. Nimm diesen Hinweis. Ich habe es hier ausführlich erklärt. Aber keine Sorge. Ich gebe dir ein paar zusätzliche Münzen zu deiner üblichen Bezahlung. Wenn die gesamte Bestellung erfüllt ist. Klingt doch gut, oder? Okay, soll ich es also direkt an ihn verkaufen? Ejo, verschicke Bronzequalität Gemüse und Bronzequalität Obst. Okay, kommt alles nach und nach? Halt, ich wollte doch noch einkaufen. Ich wollte doch noch die Kartoffeln. So, Lamrina. Einkaufen. Nein! 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 Kann ich wieder verkaufen? Ich habe zwei zu viel. Verkaufen kann ich hier gar nicht so, ne? Oder? Ich kriege aber nur 15 wieder. Naja, gut. Insgesamt ist 20 Münzen verschwendet. Mal nix. So, mein Freund. Ich will noch mal was wissen. Was kostet denn die nächste Taschenvergrößerung? 3000 500! Oh Gott. So, da könnte ich eigentlich auch mal gucken. Schaden kann es nicht. Besorgung. Eine Pfingstrose in 2 Tagen. Ja, ich weiß nicht, ob wir die rechtzeitig fertig kriegen. Wir probieren es einfach. Wenn es viel schlägt, ist auch nicht schlimm. So, und wie gesagt, entweder Alice oder Yuki. Ich weiß es noch nicht. Yuki ist da oben, ist sie eigentlich immer. Ich habe jetzt zwar kein Geschenk für sie. Ah, nee, nee, kann ich jetzt nicht mitnehmen. Ich brauche mal ein bisschen Ausdauer für die Felder. Aber wir können einmal mit ihr reden. Sie steht immer hier oben, ne? Zumindest im Frühling. Ah, guck mal, Schule. Wie wäre es, wenn du erstmal die Waffe weglegst? Sonst verletzt du noch jemanden damit. Entschuldigung, Mensch! Meine Eltern haben mir nie erklärt, warum sie mich Suki genannt haben. Und meine Schwester Alice, die beiden sind Geschwister. Also, das wusste ich nicht. Deswegen sehen sie sich so ähnlich. Ich versuche mein Bestes, Valentina jeden Morgen zur Schule zu bringen. Das ist unser kleines Ritual. Und auf dem Rückweg besorge ich meistens noch ein paar Sachen für das Gasthaus. Ah, die Valentina ist also ihre Tochter. Ah. Ja, ja, gut, gut. Dann müssen wir uns mit Valentina auch gut stellen. Auf jeden Fall. Ich wollte eigentlich zur Farm, ich habe keine Ahnung. Hier ist das Museum, warte mal.
Ich habe mich schon gefragt, wo das Museum ist. Ah, sieht recht leer aus, ne? Also hier müssen wir auf jeden Fall die Museumsspenden rein. Das ist für dich zu übersehen. Nein, sie sind nicht auf magische Weise zurückgekehrt. Oh, hallo du. Du bist Northlight, richtig? Tut mir leid, dass du mich zu einem schlechten Zeitpunkt erwischt hast, aber... Sieh dir das an. Es ist so leer. Mein Lebenswerk. Wovon sprichst du? Ja, wahrscheinlich, dass hier alles leer ist. Tut mir so leid. Danke, Northlight. Ich habe so hart gearbeitet, um das Museum zu füllen. Nun, es war nicht ganz voll, aber wenigstens nicht so leer wie jetzt. Ich will nicht lügen. Als Millie mir sagte, dass die Stadt unsere gesamte Sammlung verkaufen würde, war ich ziemlich wütend. Das ist ein Gefühl, das ich nicht gewohnt bin. Die eine Sache, in der ich gut war und die mir das Gefühl gab, nützlich zu sein, sollte mir weggenommen werden. Das habe ich nicht ertragen. Aber tief in mir wusste ich, dass die Stadt die zusätzlichen Mittel für die Beseitigung der Ölkatastrophe wirklich brauchte. Da konnte ich nicht viel machen. Also ging ich zurück zu meinen Eltern, habe mich beruhigt und darüber nachgedacht, was ich als nächstes tun würde. Da wurde mir klar, dass ich zwei Möglichkeiten hatte. Ich konnte weiter im Selbstmitleid vergehen oder ich konnte mich daran machen, die Sammlung des Museums wieder aufzubauen. Jetzt, da sich die Stadt nicht mehr unmittelbar in einer Krise befindet. Das stimmt, ich werde die Sammlung wieder aufbauen. Übrigens, Northlight, ich habe schon einiges über dich gehört. Man sagt, dass du gut daran bist, Dinge zu finden. Nun, diese Fähigkeit beherrsche ich zwar auch, aber ich könnte auf jeden Fall deine Hilfe gebrauchen. Wenn du etwas Interessantes findest, dann bring es doch einfach mit. Klingt nach einer Menge Arbeit, aber warum nicht? Museum ist Museum. Aber kein Stress, Northlight. Komm einfach vorbei und wir werden sehen, ob etwas, was du bei dir hast, im Museum ausgestellt werden kann. Und keine Sorge, wir haben eine Kleinigkeit für dich als Dankeschön für die gespendeten Gegenstände. Also, was meinst du, Northlight? Willst du mir helfen, das Museum mit den Schätzen der Insel zu füllen? Jo, Alter, machen wir! Das höre ich gerne. Schön. So, keine Ahnung, was wir alles abgeben müssen. Dürfen wir auch nichts dabei haben. Hier ist es also direkt neben dem Gemeindezentrum. Alles klärchen. Aber nichts einstecken, nein. Ne. Okay. Dann können wir erstmal raus. Ah, wir werden auch schon Sachen finden. Muss ich mir merken. Neben dem Gemeindezentrum. Alles klärchen. Dann machen wir das erstmal ein Feldchen und dann will ich gleich mal googeln. Ist nicht fertig, ne? Ne, ne. Wiegen. Hier, dem Ofen, dem Brennofen. Ich glaube, wir haben genug Kupfer. Können wir zumindest den schon mal bauen? Ah, zum Gießen muss das reichen. Hoffentlich. Aber mehr können wir auch nicht mehr machen. Wir haben auch kein Essen mehr. Ich glaube, wir können zwar diese Baumsamen selbst herstellen, oder? Ja, ja. Saft und beliebige Baumsamen haben wir ja jetzt nicht so, der Brüller, ne? Ne, wir können einen herstellen. Wow. Gut, davon können wir ein bisschen mehr herstellen. Mir geht's jetzt aber um den da. Jo, wir haben 28 Bronze und 40 Stein, das kriegen wir hin. Schön, einmal kurz gucken. Quest. Schmelze einen Bronzenbahn mit deinem neuen Ofen. Schicke Bronze, ja, ja. Das haben wir alles. Spende dem Museum einen Gegenstand. Triff die Göttin im Seetempel. Stelle extra Extraktor her, ja, ja. Korallen heilen. Und das ist die dringende Bitte. Junge, Junge, wir haben so viel, ne? Kriegen wir den hier hin? Jo. Verwende 5 Erz und 1 Kohle. Alles klärchen. Warte.
So. Und ein Kohle. So. Ah, man sieht eine Zeit, wie lange er braucht. Sehr schön. Ja gut, wir können ja nicht wirklich was machen, ne? Tauchen bringt uns jetzt auch nichts. Zeit haben wir zwar, aber... nichts mehr mit Energie. Wir können auch nicht wirklich viel Essen herstellen, da wir kaum Baumsamen haben. Das bringt uns also auch nicht viel. Ach, das ist echt doof gelaufen in der Mine, aber gut. Können wir nicht ändern. Kostet aber auch alles Ausdauer zu machen, ne? Gib dein Bestes, um der Natur zu helfen. Dafür wird die Natur bei deiner Reise helfen. Klingt nach Brot, ehrlich gesagt. Ich warte nur, bis der fertig ist. Vielleicht können wir uns ja noch Geld abholen. Schön wär's. Können eh nur einen machen. Nö. Wenigstens kriegen Geld. Nö. Sind alles die anderen Steine her? Ja. Der gute Erzextraktor, warte mal. Was ist der, ne? Oh Gott, ja, das haben wir noch lange nicht. Alles klärchen. Ah, davon können wir auch nur einen herstellen. Das bringt uns nicht. Wir brauchen dringend mehr Bronze, wir brauchen mehr Müll, wir brauchen alles mehr. Viel, viel mehr. Okay. Ja, wir könnten zwar schon Wege bauen, aber... ja, gut. Hier, der geht auf jeden Fall erstmal hier rein. Wir haben ja keine andere Wahl, denn gut, auch wenn noch der ganze Tag jung ist, können ja nicht mehr machen. Wir gehen schlafen. Aber vorher gehen wir Fernsehen gucken. Kommt mir den Tag davor ja nicht. Früchte der Erde. Wie geht es euch? Seid ihr bereit für die nächsten Tipps und Tricks zum Leben mit der Natur? Sexy Garnelen. Kann man. Oh mein Gott, was soll überhaupt eine sexy Garnele sein? Ich werde nicht mehr. Jedenfalls könnt ihr sexy Garnelen tagsüber finden. Diese Meeresbewohner sind im Frühling, Sommer, Herbst und Winter unterwegs. Also quasi das ganze Jahr über. Moment mal, habe ich schon mal erzählt, dass man beim Tauchen Tiere mit einem Insektennetz fangen kann? Nö, aber gut zu wissen. Das funktioniert nämlich echt gut. Geh einfach auf Tauchgang und versuch es mal. Sollte nicht so schwierig sein. Okay. Was haben wir denn morgen für ein Wetter? Sonnig, wolkenlosen, wunderschönen Tag. Natürlich Sonne. Und hier, Game of Cones. Hoffentlich geht das weiter. Game of Cones. Hallo liebe Zuschauer. Willkommen zu Game of Cones. Einem Kampf um das Recht, König der Kochkunst zu werden. Wie immer ist unser Preisrichter der Fiesling mit dem Herz aus Gold. Chefkoch Gordy Ribs. Heute haben wir zwei Kandidaten, die versuchen wollen, das Herz vor allem den Magen unseres steinharten Chefkochs zu gewinnen. Gordy, sag unseren Köchen, wie das heutige Thema lautet. Das heutige Thema ist einfach und etwas, das jeder gute Koch können sollte. Suppe. Es darf jede beliebige Suppe sein, das hatten wir doch schon. Und ab mit Ihnen. Jo. Tomatensuppe, jo. Das hatten wir. Okay. Und Fischkopfsuppe, jo. Wieso kommt da nie was Neues? Das wiederholt sich alles. Oder gibt es immer einmal die Woche eine Wiederholung und die nächste Woche immer was Neues? Das kann natürlich auch sein, ne? Gut, dann kann ich das hier wegdrücken. Das hatten wir. So, jo, wissen wir. Hat alles gut gewonnen. Jo, wir sind nämlich am Freitag, glaube ich, angefangen. Sind wir, ich weiß das gar nicht. Wir haben keinen Kalender, das ist das. Doch, irgendwo hatten wir einen Kalender, ne? Warte mal, Beziehung, können. Ein verfügbarer Fähigkeitspunkt. Ach, warte mal. Doppeltes Erz. Chance, doppelt so viel Erz zu schürfen. Das ist nice. Chance, umgehend Steine beim Schürfen zu zerbrechen. Ist auch nice. Das spart eine Menge Ausdauer, ne? Erhöht die Chance, Geoten zu finden. Ich würde gerne, dass wir den Stein nehmen, damit wir Ausdauer sparen. Gut, aber was ich wollte... ich habe keine Ahnung mehr, wo das war. Hier auf jeden Fall nicht. Tagebuch. Irgendwo hatten wir mal... da. Nein. Nein. Irgendwo hatten wir Kalender. Ich weiß bloß nicht mehr wo.
Okay, Museum, Ozean, Herstellung definitiv nicht, Inventar auch nicht, Karte, auch kein Kalender. Das sind die ganzen Stadtbewohner. Kann aber auch sein, dass es vom Laden war. Ich weiß es nicht mehr. Werde ich schon finden. Gut, wir gehen jetzt erstmal in die Haie. Können ja eh nichts mehr machen. Zumindest haben wir am nächsten Tag denn wieder volle Ausdauer. Ey. Kompostone, Sprinkler, Fähigkeitspunkte, Ausdauer. Moment, da muss ich gleich mal gucken, was wir für Sprinkler brauchen. Geld gab es auch ein bisschen leer. Ja, oh, speicher schneller. Ich will wissen, was wir für Sprinkler brauchen. Schön, schön. Moment. Verarbeitet Müll zu Kompost, damit lässt sich Dünger herstellen. Ah, Blitz erhöht die Wachstumsrate. Ah, und das ist wichtig. Schrott, silberner Seetank und Bronze-Seetank. Wir müssen tauchen. Aber auch in die Mine. Okay, es gibt so viel zu tun, dass ich finde das irgendwie herrlich. Wir werden ja auf jeden Fall nächste Folge weitermachen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüssi.